Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist Friedi, eure Aufdeckungspolitikerin. Wir kommen hier an den Ort des Verbrechens. Thüringer Straße 1, Seiteneingang UG. Hier geht es runter. Ihr habt ja mal ein Video von Markus Huck gesehen, zu schönen Zweizimmer-Räumlichkeiten. Ja, wo meine Person, Friedhild Friedi Miller, nicht mehr wohnen darf, seit langem. Ja, das ist jetzt am Landgericht. Wir sind jetzt in Berufung gegangen. Ich gehe davon aus, dass die WEG bzw. ja, Herr Hartmann hat sie aufgestachelt gegen mich, gar nicht klagebefugt war. Es geht hier um Sondereigentum und hier noch um Flächen drumherum und drüber, Zugang noch, Waschraum, Stromzähler, also es ist ja alles separiert. Aber jetzt kommen wir zum neuen Tatbestand. Dieses Eingangstor. Da hing bis vor kurzem noch ein Plakat. Ich hole es euch raus. Dieses Plakat habe selbstverständlich ich aufgehängt. Upsala. Könnt ihr es lesen? Täter gesucht. Tatzeit 19.07. 11.30 Uhr bis 20.07. 13.27 Uhr. Belohnung und ich habe meine Handynummer hingeschrieben. Dann war der hier daneben. Allerdings war das, glaube ich, einen Tag später schon verregnet. Hatte ich das ausgedruckt, das alte Bild. Da habe ich auf dem Banner geschrieben, habe kriminelle Vereinigung, zwei möblierte Zimmer, Nutzungsverbot, Täter WEG, FAMH, Stadt Sindelfingen, Hashtag Keller, Fisch Leonberg. So, jetzt, ich versuche es jetzt rumzudrehen. Ah, schön, jetzt seht ihr mich. Jetzt habe ich heute wieder Post gekriegt von einem Teil der kriminellen Vereinigung namens Betreuer Robert Keller von Fisch Leonberg e.V. Dieser Betreuer hat Familie Hartmann damals gegen mich aufgestachelt. Davor hatten wir ein gutes Verhältnis. Er hat mein Vermögen, nennen wir es veruntreut oder wie nennt man das bei einer kriminellen Vereinigung? Betrug oder ja, die Polizei und Staatsanwaltschaft wird es besser wissen. Familie Hartmann hat mir zig Jahre später plötzlich eine Nebenkostenabrechnung, Nachforderung erteilt über circa, ich weiß es nicht auswendig, 3000 Euro. Ja, gemäß BGB 556 kann man ja Nebenkosten für das letzte Jahr bis 12 Monate danach noch einfordern. Und danach ist es vorbei. Man kann das nicht. Ich habe es auch den Anwälten von Familie Hartmann die Rechtslage dargelegt. Und die Kosten vom Vorjahr habe ich selbstverständlich bezahlen lassen wollen durch meinen Betreuer. Oder auch bezahlt. Muss ich noch schauen. Ja. Und was war? Mein Betreuer bezahlt die kompletten 3000 Euro, obwohl sie rechtlich gar nicht zur Zahlung fällig waren. Genauso bedient er monatlich, obwohl ich hier gar nicht wohne, der Familie Hartmann ihre Anwälte mit 300 Euro. Für was? Obwohl ich es ausdrücklich untersagt hatte. Und jetzt heute ein krankes Schreiben von Robert Keller bekommen. Also ich sag weiterhin dumm, dümmer Keller. Und liebe Staatsanwaltschaft, liebe Polizei Sindelfingen, das ist keine Straftat, das ist eine Tatsachenbehauptung. Und wenn Sie das nicht erkennen können,
dann muss ich Sie jetzt leider, lieber Herr Scheurenbrand, wegen falscher Verdächtigung beanzeigen. Hier schreibt der liebe Betreuer Keller: Sicherstellung von Beweismitteln.